FC24, Ecken verwandeln. Du willst bessere Ecken schießen als Joshua Kimmich. Zum Beispiel wie in diesem Clip hier mit Leroy Sané. Das hat schon deutlich besser funktioniert. Dann bleib an dem Tutorial hier dran und gerne auch abonnieren, denn wir haben schon einige andere Tutorials gemacht, um da in FIFA FC24 besser zu sein. Kurzfilm, das ist auch ein sehr gutes Stichwort, denn mit der lieben Sarah haben wir einen Kurzfilm gedreht, rechts oben beim i verlinkt, das lohnt sich definitiv. Die Ecken kann man trainieren im Skillspiele präzise flanken. Wie man bei den Skillspielen andere Vereine und andere Spieler auswählt, das ist in einem separaten Video verlinkt. Ich habe mir hier De Bruyne genommen, rechts oben beim i könnt ihr das zu der Trainingsarena euch mal anschauen. Ich wähle dann hier unten rechts immer, wie ähnlich schon beim Freistoß, rechte Seite vom Ball, damit wir schön Effekt reinbringen. Nicht zu sehr löffeln, weil wir wollen ihn schön mit Schwung treffen und nicht einen Lupfer machen, das eine Bogenlampe wird. Mit einem Linksfuß ziehe ich das ganze Richtung Tor am 16er Eck, da wo der Halbkreis ist, rein. Und das gleiche auch mit einem Rechtsfuß. Also das heißt, wenn wir quasi Richtung Tor zielen, dann immer diese Kante auswählen, 16er Kreispunkt, der zweite, der hintere, ich habe ihn euch hier markiert. Das ist immer, wenn wir zum Tor hinzielen, also wie gesagt, links oder auch Rechtsfuß. Wenn wir dann mit einem Rechts- oder Linksfuß rausziehen, also weg vom Tor, dann wähle ich die innere Fünferkante, den hinteren Punkt. Auch das ist hier markiert und mit dem Linksfuß wäre das dann theoretisch von der anderen Seite das Gleiche. Wichtig ist, dass wir mit dem Icon unten den Ball definitiv treffen, dass wir nicht zu weit nach links, rechts oder nach unten rutschen, sondern wir müssen definitiv ordentlich noch auf dem Ball drauf sein. Wenn ich Eckbälle mache, die vom Tor weg sind, dann mache ich nicht so viel Effekt rein. Wenn sie aufs Tor zugehen, dann muss da auf jeden Fall ein bisschen mehr Effekt mit rein in den Eckball. Das Ganze mache ich meistens ungefähr 1,5 bis 2 Balken aufladen. Dann kommen die Bälle immer noch auf den ersten Pfosten. Das ist immer noch das Allerbeste in FIFA. Wenn man ihn mal länger macht, ein bisschen auch zur Abwechslung, ist das kein Problem. Der erste Pfosten ist aber trotzdem immer noch das Gefährlichste. Das heißt, wir stellen jetzt hier quasi ein, okay, die Linie auf Effekt, eben jetzt von dieser Seite mit ein bisschen mehr Effekt, an den Punkt, laden ungefähr 1,5 bis 2,5 Balken auf und bringen den Ball damit entsprechend an den ersten Pfosten. Am ersten Pfosten angekommen, müssen wir definitiv probieren, grünes Time-Finish zu treffen. Das bringt nochmal ordentlichen Schwung mit rein in den Kopfball. Das wäre wichtig. Das heißt, wenn ihr das nicht trefft, ist jetzt kein Drama. Aber wenn ihr es trefft, dann habt ihr auf jeden Fall die Chance, den Ball wuchtiger, auch wenn es hier zum Beispiel etwas weiter nach hinten und auch etwas mehr in den 16er dann war, einfach mit ein bisschen mehr Tempo zu bringen. Immerhin muss man trotzdem noch beachten, das sind Standardsituationen. Wir haben natürlich trotzdem das Risiko, dass die nicht reingehen. Du kannst nicht erwarten, dass jede zweite Ecke reingeht. Die werden zwar gut kommen, die werden gefährlich sein, aber natürlich, wie gesagt, gehört da vieles mit dazu und auch eben Glück, dass der Verteidiger auf der Linie dann nicht klärt oder dass der Ball auch zu deinem Spieler kommt. Vielleicht hat der Gegner sogar einen sehr, sehr kopfballstarken Spieler, wenn du online spielst, vielleicht sogar einen sehr großen Spieler bei Pro Club oder sowas, die das natürlich dann abfangen können. Vielleicht holt der Gegner auch den Torwart raus. Das ist im Online-Spiel natürlich dann sowieso nochmal ein weiterer Punkt. Wir können natürlich auch sagen, wie hier, wir ziehen das Ganze noch ein bisschen weiter Richtung Tor und machen dafür noch ein bisschen mehr Effekt. Das gibt verschiedene Möglichkeiten natürlich, oder man sagt jetzt hier, okay, weißt du, wir wollen den Ball wirklich mal ein bisschen weiterbringen, wir lupfen das Ganze noch mehr rein mit mehr Effekt. Aber das ist, wie gesagt, nur eine kleine Variation. Ich würde tendenziell immer theoretisch dabei bleiben. Man sieht auch hier mit Haaland, das hat schon mal nicht mehr ganz so gut funktioniert. Also das ist die ganze Chose zu den Eckbällen. Falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch bei unserer Tutorial-Reihe viel Spaß und damit auch viel Erfolg. Mein Name ist Michael, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tutorial.